Das Covid-Prognosekonsortium geht davon aus, dass in der laufenden Woche die Höchstzahl, der Höhepunkt der Omikron-Variante erreicht sein könnte. Die Omikron-Welle, die beschäftigt derzeit die Schlagzeilen. Im Moment liegen die Neuinfektionen beispielsweise bei 39.000. Nun ist es für die Experten besonders interessant, sich anzuschauen, wie sich die Situation weiterhin entwickeln wird. So geht man davon beispielsweise aus, dass bis zum Wochenende eine gewisse Einpendelung erreicht sein könnte, beispielsweise bei 33.000 Neuinfektionen. Dass es dabei bleibt und sich dieser Wert einpendelt, das hoffen die Experten. Zusätzlich hat man sich auch einen Punktschätzer von den Experten geben lassen. Das könnte der 9. Februar sein, mit Werten von um die 32.875 Neuinfektionen. Auch die 7-Tages-Inzidenz beispielsweise der kommenden Woche am Mittwoch hat man sich angeschaut. Da könnten die Werte um 2.100 und 3.000 maximal bis dorthin 3.400 liegen. Was auch weiterhin für Sorgen bereitet oder für Sorgen bringt, das ist die Entwicklung rund um den Omikron-Subtyp BA2. Auch hier geht man davon aus, dass dies eine deutlich ansteckendere und immuninvasivere Corona-Subvariante ist, eine Omikron-Subvariante, die noch zusätzlich dafür sorgen könnte, dass die Fallzahlen dennoch weiterhin steigen. Die Experten, die werden sich die Situation auf jeden Fall ganz genau anschauen. Fest steht schon einmal, dass in den Spitälern die Zahlen aktuell sehr gut sind. Auch mit Ausblick auf die kommenden Tage geht man von einer Steigerung um die 209 Patienten auf den Intensivstationen aus und um die 1560 Patienten auf den Normalstationen.